Hallo, hier ist Chichi, die Graffe. Ja, wie ihr seht, haben wir uns mal wieder ein bisschen fröhlich angezogen. Und hier die Maiglöckchen. Ja, was hat das zu bedeuten? Ja, ich hatte einen runden Geburtstag. Und da habe ich mir von meinem Mann, der mich extra gefragt hat, was ich mir wünsche, da habe ich dem gesagt, ich wünsche mir endlich mal die absolute Ruhe. Ich will keine Leute um mich haben. Ich will niemanden bedienen. Ich will mal selber meine Füße ausstrecken und irgendwo hingehen, eine Tasse Kaffee trinken und mit der Gigi ein lecker Stückchen Kuchen essen. Ja, wie läuft denn sonst so Geburtstag ab? Nee, Leute, die sich das ganze Jahr nicht um einen kümmern, die rufen an. Hallo? Ach, ich wollte Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und viel Glück und Gesundheit. Tja, ich habe extra an Sie gedacht. Ja, was sagt man da? Ein Dankeschön für Ihre lieben Wünsche. Und wenn man sich dann wieder im Moment hingesetzt hat und will sich seinen Gästen widmen, dann klingelt schon wieder das Telefon. Hallo, wer ist da? Ach, Sie sind es, Frau Meier. Ach, Sie wollten mir zum Geburtstag gratulieren. Ach, ist das lieb von Ihnen. Und innerlich denkt man, nee, schon wieder so ein Anruf. Und so geht das permanent weiter. Man kann nichts machen. Man ist nur wie ein Rehbock, der von einer Ecke in die andere springt. Die Leute, die Gäste bedienen, ans Telefon rennen und all diese Glückwünsche entgegennehmen. Meine Güte, gell, Gigi, wie viel Glück wünscht man dem Geburtstagskind beziehungsweise mir? Da müsste ich ja fast in diesem Glück ersticken. Tja, wenn das man auch wahr werden würde. Oh, meistens ist es ja nicht der Fall. Und dann ist man erschöpft von diesem Geburtstag. Nee, Leute, man ist fertig. Den ganzen Tag diese Hetze. Was macht man dann abends? Man trinkt sich ein lecker Weinchen und denkt, hoffentlich ist der Tag bald vorbei. Tja, und dann diese Geschenke, Pralinen ohne Ende, wer soll die alle essen? Lieber mal eine schöne Karte, die man aus dem Briefkasten sich rausangelt, wo vielleicht mal selber was hingeschrieben worden ist. Das finde ich nett. Aber nee, dieses ewige Telefonieren. Boah, wir hassen es. Ja, und deshalb wollte ich zu all diesem runden Geburtstag. Mein Alter kann ich euch leider nicht nennen. Welche Frau tut das schon gerne? Ja, da hatte ich mir von meinen Ollen gewünscht Ruhe. Ja, was sagt ihr da zu mir? Ja, mein Schätzelein, bist du krank? Bist du etwa depressiv? Ja, da sieht man mal, der eigene Ehemann versteht einen nicht. Und deshalb wünsche ich Ihnen allen Geburtstagskinder auf unserer europäischen Erde, vielleicht auch in der Welt, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Gelchichi. Glück? Ja, das muss auch sein, obwohl es manchmal zu massiv ausgedrückt wird. Aber innerliche Zufriedenheit, menschliche Begegnungen und ja, eine Beständigkeit in der Beziehung. Ja, das wollten wir euch heute sagen. War vielleicht kein so besonderes Geburtstagsvideo, aber unsere Blümchen zeigen wir euch nochmal, die Maiglöckchen
von der Chichi Heike. Tschüss, seht ihr, es wird schon dunkel. Tschö, ich will ins Bett gehen. Tschüss.